So, willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf. Im letzten Part. Ja, tut's mir nochmal leid, weil ich mich so aufgeregt habe über das Level. Aber ich muss auch wirklich sagen, das war auch echt scheiße. Weil, ja, die Blöcke. Es tut mir leid, aber es hat mich wirklich aufgeregt. Wollte gerade schon sagen, die Stage fängt an, wir sterben erstmal. Ich bitte, dass das jetzt sozialer wird, diese Welt. Ich bitte echt, dass das jetzt sozialer wird. Weil auf die Traumwelt habe ich keinen Bock mehr. Auf die Rutsche habe ich sowieso keinen Bock mehr. Ich möchte jetzt einfach nur irgendwie die 75 Pfannenbänder vollkriegen und das hier irgendwie schaffen. Das ist alles, was ich möchte. Achso, ja, das kann nur Patrick machen. Na, wollte schon sagen, wieso geht das nicht? Tja, da oben ist ein Pfannenwender und den will ich gerne haben. Aber auch dieser Pfannenwender ist gar nicht so einfach zu erreichen. Denn dafür müssen wir einiges Hindernissen überwinden. Na, ich muss da lang, glaube ich. Schaffe ich es da unten hin? Gut, das war jetzt blöd, weil ich war schon drauf und habe wieder mich zu weit vorangedrückt. Na, komm. Ja, reicht gut. Ich finde die Idee mit den Blättern und den Sprüngen ist nicht schlecht. Auch die Musik ist recht cool vom Seetangwald. Ach, du bist doch so eine Leuchte. Okay, drei Stück müssen wir finden. Drei Stück von diesen Pfannenbändern oder sechs Stück von diesen Campern. Am besten natürlich beides. Ich habe manchmal Schiss, da abzustürzen. Ah, das reicht mit einem kleinen Sprung schon aus. Hier nicht. Hier brauchen wir einen Doppelsprung, der wieder scheiße getimed war. Ja, den mache ich zuletzt. Erstmal die schwereren. Ah, mir wäre jetzt Sandy angenehmer wegen den Sprüngen, aber da nur Patrick anscheinend Sachen tragen kann, warum auch immer, müssen wir mit Patrick spielen. Ansonsten ist die Stage-Idee hier im Seetangwald richtig genial. So, diesmal aber richtig. Na, es geht doch. 2600, das müssen wir doch hier vollkommen. Ja, ich weiß, ich habe nicht so viele. Nein! Ach, guck mal, wie viel noch fehlen. Wie wenig. Moment, gibt das vielleicht das, wenn wir die Dinger zerstören? Na, gibt das was? Nein.
Ah, wo kriege ich die jetzt her? Moment, ich weiß, glaube ich, wo ich die herbekomme. Da sind noch welche. So glänzend. Moment, kann ich da vielleicht stehen? Nein, natürlich nicht. Ah, Checkpoint, gut. Oh, ich möchte wissen, was da unten ist. Beziehungsweise was hinter dieser Tür ist. Bestimmt geht's hier weiter. Da sehe ich schon, das ist ein Auge für SpongeBob. Und vielleicht gibt es ja einen Camper hier irgendwo. Also ein Kitty. Ich finde, die Stage geht eigentlich. Die ist jetzt nicht so hammermäßig schwer. Man muss das nur abtimen mit dem Springen auf diesen Blättern. Ansonsten geht das gerade ganz gut. Reicht das bis dahin? Komm, stirb! Ich sehe da unten was. Geronimo! Oh, es ist ein Pfannenwender. Hä? Wie soll ich denn? Ach, Moment mal. Gut. Natürlich weiß ich jetzt nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, es wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Nee. Ja gut, das ist das Problem, da weiß man nicht, wo man hin soll. Und ja, wenn man das blind zockt und es nicht weiß, ist das natürlich ein kleines Problem. Der Typ scheint weg zu sein. Das finde ich nice. Wo geht's hier hin? Komisch. Ich will das nicht. Da drüben ist eine Socke. Obwohl, wenn ich 10 Stück habe, dann kriege ich auch wieder einen Pfannenwender. Komm, die Socke holen wir uns. Ja, das ist scheiße, wegen der Kamera sieht man das hässliche Blatt nicht, obwohl wenn man sie dreht, die Kamera, dann sieht man es wieder. Ah, da ist ein eingeschlossener Pfannenwender in einem Käfig und ich weiß nicht, wie man da rankommt. Was war das denn gerade für eine Aktion? Ah, den da oben will ich haben, aber ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Jetzt ist die Frage, wo ist das Tiki Nummer 3? Geht's hinten vielleicht noch irgendwo lang?
Wäre jetzt natürlich eine Idee. Aber ich glaube, hier ging es gar nicht mehr lang. Zum anderen Place. Moment mal, da ist das Tiki. Aber wie soll ich denn da rankommen? Hey, was ist passiert? Ja, und lass mich raten, das andere Tiki ist das bestimmt auch resettet. Egal. Prüfen wir erstmal, wie wir da hinkommen. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Wie wir da hinkommen. Und zwar von hier aus. Moment, der Schalter macht doch was anderes. Ach, das macht der Schalter also. Wow! Schnell! Schnell, 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 schnell. Renn, Patrick! Renn, 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 renn! Ja, das. Doch, das ist machbar. Yes! Oh je, oh je, oh je! Oh, gut, den war auch. Jetzt will ich gerade nochmal zu den anderen Dingen zurück. Scheiße, ich glaube, da war. Ja. Da war leider eine Sackgasse. Und das heißt, dass wir gleich. Ja. Ja. Sterben. Aber egal, wir sind hier oben und haben einen weiteren Pfannenwender. Das finde ich nice. Und wir nähern uns Schritt für Schritt der 75. Den haben wir schon, glaube ich. Wo könnte das dritte Tiki sein? Weil ich weiß, dass es nicht... Lass die alle wieder respawnen. Despawnen. Ah, das ist wie in Spyro. Die Geschichte mit den... Mit der Kolibri-Kaserne zum Beispiel. Und die anderen Camper müssen irgendwo sein. Wo ist die Frage? Das war knapp, muss ich gerade sagen. Das war richtig knapp. Drittes Tiki, wo könntest du sein? Ja, ist egal. Ja, wie ich mir schon dachte, ist das respawned. Ja, das setzt bloß das Sticky zurück. Nein, ich möchte gerne, dass das Sticky dahin kommt, wo es hin soll. Und zwar genau dorthin. Passiert bei zwei Stück vielleicht irgendwas? Da passiert nichts. Wo ist das dritte Tiki?
Moment, ich habe gerade eine Idee. Klappt das vielleicht, wenn ich die aufeinander setze? Schade, funktioniert nicht. Oder wartet mal. Kann er sie vielleicht... Ne, kann sie nicht wieder aufnehmen. Schade. Schade, schade. Ich dachte schon, können wir Spiel austricksen, aber... Nein. Das funktioniert leider nicht. Denn die Tikis werden immer wieder neu resettet. Wo könnte das dritte sein? Da freut er sich. Entschuldigung, ich habe noch nicht alle drei. Ich bin mir sicher, dass du sie finden wirst. Aber Zeit ist Geld, also... Oder soll ich mal nochmal angucken, wo die Tikis sind? Vielleicht habe ich einfach nur gerade gepennt und... eins schon lange übersehen. Ich gehe auf jeden Fall nochmal zurück. Nach dort hinten hin, um zu schauen, wo es sich befinden könnte. Das ist nämlich gerade die Frage aller Fragen. Ich sehe gerade, meine Zeit ist eigentlich erreicht. Aber ich würde mich schon gerne was mit umgucken. Schon mal ein bisschen weiter umgucken. Das war knapp, jetzt hätte ich fast was schissen. Wo könnte das dritte Tiki sein? Dass es da oben ist, wäre unmöglich, denn da ist auch der Pfannenwender. Hier waren wir schon mal. Oder ich gehe nochmal ganz zum Eingang zurück und guck mal, ob es da vielleicht ist. Ob ich da vielleicht was übersehen habe. Hier geht's, glaube ich, nur zurück, oder? Ja, hier geht's bloß zurück. Okay, dann habe ich offiziell... keine Ahnung mehr, wo sich das befinden kann. Gut, Leute, ich werde mich offscreen ein bisschen weiter umgucken und werde dann schauen, wo sich dieses Tiki befinden mag. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.